Hey Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Tiny Bang Story. Wir waren bei diesem Farbenblind-Rätsel stehen geblieben und da ich das niemals alleine hätte hinbekommen, habe ich mir dafür Hilfe geholt. Hab das dann ohne Ton aufgenommen und kommentiere jetzt einfach diese Stelle nach. Das ist nur für dieses Rätsel. Und ich werde jetzt hier keinen Live-Comment zu machen, also was ich da jetzt genau gemacht habe, das seht ihr ja. Aber alleine hätte ich es nicht hinbekommen. Also ich, für mich, um das mal einfach ein bisschen zu erläutern, für mich sehen diese Kügelchen gleich aus. Also die blauen kann ich unterscheiden von den, für mich grünen. Die sehen für mich einfach alle grün aus. Ich bilde mir ein, hier und dort Unterschiede zu erkennen, auch zwischen den einzelnen Grünen. Aber es ist für mich jetzt nicht so, dass sich Grün zu Blau genauso unterscheidet wie Grün zu Orange oder was das auch immer für eine zweite Farbe ist. Meiner Hilfe war das hier überhaupt gar kein Problem. Also das haben wir relativ fix hinbekommen. Relativ fix ist auch leicht gesagt. Wir mussten erst ein paar Mal überlegen, wo jetzt welche Kugeln hin müssen. Welche nach außen, also die hellen kommen ja nach außen, dann kommen die blauen, dann kommen die anderen hellen nach innen. Aber an dieser Stelle hatte ich einfach keine Wahl. Da musste ich mir Hilfe holen, denn alleine hätte ich hier das Let's Play beenden müssen. Das kann man ganz klar sagen. Oder ich hätte so lange ausprobiert, bis ich es dann irgendwann mal aus Glück herausgefunden hätte, wie das hier zusammengehört. An sich finde ich dieses Rätsel sehr einfach. Das ist eins der einfacheren Rätsel hier in The Tiny Bang Story, finde ich. Also da haben wir schon deutlich schwierigere gefunden. Da ist das Zusammensetzen von Puzzles hier noch sehr viel komplizierter, aber auch die Rätsel sind teilweise sehr viel schwieriger. Das ist hier wirklich eins der einfachen. Einziger Kniffpunkt war hier am Anfang herauszufinden, wo welche Farben hin müssen. Das sieht man aber einmal, wenn man da oben rechts aufs Fragezeichen drückt, wo die einzelnen Farben hin müssen. Aber dann sieht man das jetzt auch hier. Was mir auch erst beim zweiten Mal aufgefallen ist, an der Umrandung. Also da sind ja immer diese kleinen Löcher, wo die Kugeln rein müssen. Und um diese Kugeln, um diese Löcher, wo die Kugeln rein müssen, sind ja... ist ja eine farbliche Umrandung und daran sieht man auch sehr leicht, wo welche Kugel hinein muss. Für mich allerdings sehen die Umrandungen in der Mitte genauso aus wie die Umrandungen außen. Von daher war das für mich nicht eine besondere Hilfe, aber wie gesagt, mit tatkräftiger Unterstützung war das kein Problem. Und man muss jetzt einfach nur zusehen, dass man jetzt die eine Farbe nach außen bekommt. Wenn man das geschafft hat, kann man den Rest komplett, den hätte ich dann auch im Alleinmod machen können, weil den Unterschied von Blau und Grün oder Orange oder whatever das für eine Farbe ist, den sehe ich sehr wohl. Also ich verwechsle jetzt nicht Blau und Grün oder Blau und Orange. Ich war mir eigentlich auch lange Zeit nie wirklich sicher, ob ich wirklich eine Rot-Grün-Schwäche habe, weil, mein Gott, also ich kann schon sehen, ob jemand ein oranges T-Shirt anhat oder ein grünes T-Shirt, aber wenn diese Farbnuancen nicht sich wirklich auch abgrenzen, sondern wenn da wirklich schon starke Ähnlichkeiten vorliegen, also dass man da schon eine Ähnlichkeit sehen kann. Wahrscheinlich seht ihr hier wirklich gar keine Ähnlichkeit, also... Hättet ihr Probleme gehabt, hier diese Farben zu unterscheiden? Im Zweifel überhaupt nicht. Im Zweifel ist es für euch genauso, als ob hier jetzt blau, gelb und rot liegen würde. So krass der Farbunterschied. Oder blau, weiß und schwarz. Das noch am besten. Das ist so, oder findet ihr, dass sich diese Kugeln auch so wenigstens ein bisschen ähneln? Also ich dachte ja auch meine Zeit lang, dass mein Problem einfach wäre, dass ich die Farben... Namen nicht wissen würde. Also, dass ich irgendwie da irgendwas verpasst habe damals bei meinem Lernen ins Leben, dass ich irgendwann einfach nicht gecheckt habe, das ist grün, das ist orange, das ist rot, das ist violett, was mich auch so Probleme für mich darstellen, sind zum Beispiel die Unterscheidung von Blautönen, also blau, violett, ja, vor allen Dingen blau und violett. Also, das ist das ist auch so eine kleine Schwierigkeit. Allerdings
Das ist schon am härtesten. Also so unterscheiden, was ist blau, was ist grün, was ist orange, das ist ein bisschen hart. Also, aber ich bin wirklich froh, dass ich das jetzt relativ fix klären konnte hier, dieses Rätsel. Und wenn wir dann gleich dieses Rätsel geschafft haben, geht es dann auch mit dem Live-Comment weiter. Also dann spiele ich wieder ohne Unterstützung. Ich hätte natürlich auch mit meinem Helfer aufnehmen können, aber das wollte ich jetzt nicht. Das ist ja hier kein Together oder sowas. Das, ja, wollte ich an dieser Stelle auch einfach nicht. Gut, Leute, wir haben das Rätsel jetzt an dieser Stelle hier geschafft und wir hören uns gleich nach einem kurzen Schnitt mit dem Live-Commentary wieder. Bis, ja, gleich. Ciao. So, an dieser Stelle geht's live wieder weiter. Also mit meiner Live-Kommentierung. Jetzt kommen wir hier endlich rein. Der Farbenblind-Modus wurde überwunden. Und jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier Schönes haben. Was war das jetzt? Was passiert hier? Wir kommen nach oben. Okay, der Fahrstuhl ist sehr langsam. Daran liegt's. Und was sollen wir jetzt hier tun? Geht noch eine Etage höher, ne? Ja. Ach, jetzt geht's wieder puzzeln los. Wir sind damit durch. Wir sind mit dieser Stelle schon wieder durch. Jetzt wird's aber wieder interessant und ein bisschen kompliziert auch. Also ihr seht schon, das Spiel hier wird nicht unendlich lange dauern. Weil es einfach nicht so lang ist. Ich meine, das wird jetzt, wenn wir diese Puzzleteile hier richtig zugeordnet haben, dann sind wir schon ein ganzes Stück weiter. Aber das wird jetzt wieder eine Zeit lang, fürchte ich, dauern. So, gucken wir erstmal, ob wir hier irgendwie weiterkommen. Ob wir hier das passende Puzzleteil haben, na, das kann es ja wohl kaum sein. Weil ich doch mein. Vielleicht geht's hier oben weiter. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Wobei ich wetten könnte, dass das hier gut hinpasst, aber das passt nicht. Das erste ist immer das Schwierigste, weil ich jetzt gerade nicht genau weiß, wo wir jetzt hier weitermachen müssen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir hier unten weitermachen müssen. Dafür müssen wir hier halt das richtige Teil... sag ich ja. Habe ich es mir doch gedacht. So. Das könnte ich mir hier vorstellen, aber... Nee, das passt doch nicht. Das ist Schwachsinn. Hier vielleicht? Nein, das hatten wir schon, ne? Ja. Versuchen wir mal den Baum hier zu vervollständigen. Aber das funktioniert hier gar nicht so einfach. Hier vielleicht. Nee, das ist ja Schwachsinn. Aber der hier vielleicht. Auch der macht wenig Sinn. Haben wir hier vielleicht... Nee, das haben wir aber auch nicht. Habe ich ja schon geguckt. Hier vielleicht. Nee. Ah, das wird diesmal wirklich schwierig werden. Befürchte ich.
Hier, das könnte es sein, das ist das Richtige, ja. Das habe ich mir schon fast gedacht. Und hier setzt irgendwie nochmal irgendein Grünzeug an. Also hier, das könnte sehr gut hier reinpassen, ja. Ja. Und jetzt ist die Frage, das kann es nicht sein. Die könnten es alle sein in der Theorie, aber versuchen wir es einfach erstmal hiermit. Das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Aha, das ist es. So, das heißt, hier oben muss irgendeins rein. Von denen, die wir hier übrig haben. Von den länglichen. Das müsste eigentlich jetzt dieses hier sein, ne? Oder dieses hier. Ja. So. Wie geht's jetzt weiter? Hier haben wir einen Baum. Das heißt, hier könnte das eigentlich gut reinpassen, ja. Das, was auch schwierig ist, ist, dass das so hier so ein bewegtes Bild ist. Das heißt, das verschwimmt immer so ein bisschen und deswegen ist es schwierig, hier das Bild auch richtig zusammenzusetzen. Finde ich persönlich. Ja, das muss dieses hier sein. Will ich doch meinen. Dann dieses hier. Dann dieses hier. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das das Richtige ist. Ja. Das ist nicht das Richtige. Vielleicht dieses? Nein. Dieses könnte es auch sein. Ja. Da gilt es einfach auszuprobieren, bis man es irgendwann hat. Aha. Ah, hier könnte es hinpassen. Nee. Doch nicht. Das passt auch nicht. Ah, das passt. Und dann muss das hier hin. Ach, das ist ein größerer Baum hier. Dann könnte der hier hinkommen. Der hier hin. Der hier hin. Nee. Hier hin. So, hier der dorthin. Der hierhin. Aha, wir nähern uns. Wir nähern uns in ganz großen Schritten hier der Lösung. Und dieses passt nicht. Und dieses passt. Gut, Leute, ich mache hier Schluss. Im nächsten Part geht's weiter. Bis dahin. Ciao.